So, lieber Mario, also kurz vorab, jetzt wird 2023. Es wird ja für alle immer schwerer, durch Online-Marketing, sagen wir mal, mehr Kunden zu gewinnen. Jetzt in meinem Fall ist es ja so, bei uns geht es eher darum, hochpreisige Kunden zu gewinnen, ja, Leads zu sammeln dafür. Du bist der Experte gerade für Online-Shops. Also du hilfst ja auch Leuten, online automatisiert Verkäufe zu machen. Ja? Aber die Überschneidung bei unseren beiden Fällen ist es, dass ja immer mehr Konkurrenz reinkommt, Werbekosten steigen und es schwerer wird, sich durchzusetzen. Was denkst du für 2023? Kann eine gute Strategie sein, damit, egal in welchem Bereich du jetzt tätig bist, du Online-Marketing effektiv für dein Geschäft nutzen kannst? Also was denkst du, sind so die Hebel, auf die man unbedingt achten sollte? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ein Thema, was uns jetzt schon in den letzten Wochen sehr viel beschäftigt. Wie geht es nächstes Jahr weiter? Was sind so die Sachen, die funktionieren könnten? Ich mal, was mir erstmal auffällt oder was wir zusammenfassen können, ist ja mal, was nicht funktioniert. Ja, es funktioniert nicht mehr, eine Facebook-Werbeanzeige zu schalten auf eine Landingpage oder auf einen Online-Shop und dann quasi versuchen, den Sale direkt zu machen. Ganz egal, also das spielt ja gar keine Rolle, ne? Ob ich jetzt, ich sag mal, ein hochpreisiges Angebot vermarkten möchte oder ein Produkt im Online-Shop verkaufe. Das, was früher halt gut ging, also ich spreche, früher heißt für mich vor 2, 3, 4, 5 Jahren, ne, da hat es ja gereicht, ne? Facebook-Werbeanzeige, Online-Shop, Facebook-Werbeanzeige, Landingpage, Anfrage generieren und dann eben den Verkauf machen. Und dabei hat es ja keine Rolle gespielt, ob ich das über Google AdWords gemacht habe, über Facebook. Fakt ist ja schon mal, das haben wir jetzt alle gesehen und nicht nur im Bereich E-Commerce, auch im Bereich Coaching, Training, Consulting, im Bereich Anfragengenerierung, dass die Werbepreise stark steigen. Der CPM ist einfach teurer, das ist Fakt. Und ich glaube, so wird es definitiv nicht mehr funktionieren. Ja, es ist nicht mehr so einfach wie früher. Also das ist schon mal etwas, was wir festhalten können. Dieses alte Spiel ist vorbei. Und ich glaube, wir müssen jetzt alle umdenken. Wir brauchen jetzt, ich sag mal, einen neuen Weg. Ja, das heißt, ich denke, es wird in die Richtung gehen, dass wir das Ganze erweitern müssen. Also ich denke, dass es durchaus Sinn macht, für den einen oder anderen weiteren Werbung zu schalten. Aber diejenigen, die nicht bereit sind, umzudenken, ich glaube, für die ist vorbei, so nächstes Jahr oder in den nächsten 1, 2 Jahren eher gesagt. Ich denke mal, nächstes Jahr ist vielleicht noch für den einen oder anderen, der sich da durchmogeln kann. Ja? Aber ich sage mal, in 2 Jahren ist dann finito und dann muss man eben weiterdenken. Aber du hast gerade gesagt, umdenken, weiterdenken, nicht nur Werbung schalten, habe ich jetzt rausgehört. Was heißt das denn konkret? Also zum Beispiel ich bin ja der Meinung, zum Beispiel in dem Bereich, wo wir sind, ist es wichtig, mehr Content zu liefern, dass Leute dich besser kennenlernen, zum Beispiel, mehr Vertrauen aufbauen, öfter sichtbar vor der Zielgruppe zu sein. Ist vielleicht für dich selber, für wie du Kunden gewinnst, wahrscheinlich auch ähnlich, aber wie ist es dann zum Beispiel bei Online-Shops, wenn ich jetzt Online-Kunden gewinnen möchte? Bringt es da wirklich was, wenn ich, keine Ahnung, ich verkaufe solche Tische oder so, bringt es da was, wenn die jetzt auf einmal ein bisschen mehr den Tisch verkauft? Oder was meinst du mit Umdenken? Also, was sollen die denn anders machen? Ja, ich geb dir ein Beispiel. Ne? Ich hab Kunden wie zum Beispiel einen Online-Shop, die verkaufen Bienenhonig. Ja? Und die haben jetzt ein Produkt damals im Winter gehabt, einen Adventskalender, einen Bienenhonig-Adventskalender. Das ist ein cooles Produkt. Und da hat es jetzt auch gereicht, eine Facebook-Werbeanzeige zu schalten, auf den Online-Shop zu schicken und damit waren wir direkt profitabel. So, und das ist der Best Case. Und ich glaube, von diesen Best Cases wird es die nächsten Jahre weniger geben. Und das sehe ich durch die Bank bei allen Kunden, also wenn man jetzt wirklich alle Kunden so im Überblick hat, dass das nicht mehr reicht. Also, dass es nicht reicht, eine Facebook-Werbeanzeige auf den Online-Shop zu schalten. Die Lösung, die ich jetzt gefunden habe bei einigen Kunden, ist, Geld zu investieren in Community-Aufbau. Also, ich gebe dir ein Beispiel. Ute Müller von EasyClean, da haben wir 2 Jahre lang zusammengearbeitet. Da haben wir am Anfang nur Facebook-Ads geschalten. Das hat auch am Anfang gereicht, bis die Preise explodiert sind. Und was wir dann gemacht haben, ist, dass wir das Budget aufgeteilt haben, was wir in Facebook-Werbung investieren. Das heißt, ich würde weiterhin, ich sag mal so 70, 80% in performance-getriebene Maßnahmen investieren, also um den Sale zu machen. Aber 20% haben wir damals immer genommen. Schon, ich sag mal, 2 Jahre im Voraus, weil ich das schon geahnt habe, dass es teurer wird, und haben das Geld in Community-Aufbau gesteckt. Bedeutet, Was heißt Community-Aufbau? Also wir haben damals, also das gab es damals schon, das war damals eine sehr smarte Idee auch von der Ute. Die hatte damals eine Facebook-Gruppe aufgebaut, die hat das die Putzbienchen genannt, ich fand es ganz süß. Und das war eine Facebook-Gruppe mit, ich sag mal, 200, 300 Mitgliedern, wo sich dann, ich sag mal, Menschen zum Thema Putzen und Haushaltssachen irgendwie ausgetauscht haben, ihre besten Tipps und Tricks ausgetauscht haben. Und dort haben wir immer wieder mal Produkte vorgestellt aus dem Onlineshop. So, das Problem war nur, das war eine geniale Idee, das organisch irgendwie aufzubauen mit 200, 300 Mitgliedern, aber es hat viel zu lange gedauert, um das zum Wachsen zu bringen. Und was wir dann gemacht haben, ist, dass wir einfach einen Teil des Werbebudgets, das waren am Anfang 10, 20, 30 Euro am Tag, die haben wir nur investiert, um diese Gruppe größer zu machen. Ja, das heißt, wir haben einfach Gruppenmitglieder gekauft. Ja, das haben wir immer Monate hinweg gemacht und
Die Schwierigkeit ist, es ist halt null messbar. So. Mhm. Es ist nicht trackbar, ich kann das nicht nachvollziehen. Und ich zahle jetzt Geld dafür, dass ich erstmal Gruppenmitglieder aufbaue. Mhm. Aber ich kann das halt nicht in Zahlen messbar machen. Wir haben es trotzdem gemacht und das über mehrere Monate hinweg. Und wir haben dann, ich sag mal, über die Monate hinweg haben wir die Gruppe auf, weiß nicht, mittlerweile über 2000 Mitglieder oder sogar weit drüber hochkatapultiert. Mhm. Und das durch diese bezahlte Werbung. Das heißt, wir haben jetzt Folgendes gemacht. Und das Coole bei der Gruppe ist, sorry, dass ich kurz reinhack, du hast ja dann auch, also wenn das dann Kunden sind, hast du ja instant Zugriff zu denen und kannst denen wieder was Neues verkaufen, was Neues anbieten. Die Kundenbeziehung praktisch stärken. Ist das auch der Hintergrund von der Gruppe oder wie? Richtig, also die Idee ist, dass man zum einen Kunden drin hat, die natürlich dann, die Kundenbeziehung wird gestärkt, die Leute kaufen weitere und Folgeprodukte und die Kunden überzeugen auch die Fans. Also wenn jetzt jemand Neues, Kaltes reinkommt, dann hat das immer sehr lange gedauert, bis wir den in einen warmen Fan konvertiert haben. Mhm. Früher ging das noch, mittlerweile dauert das bis zu 30 Tage, bis jemand kauft. Mhm. Wenn der in die Gruppe reinkommt und 10 Kunden schreiben, wie geil die Produkte sind, kauft er innerhalb von 7 Tagen. Mhm. Ja? Und irgendwann wird das Ganze halt auch messbar, weil man natürlich auch im Umsatz sieht. Also man kann es nicht irgendwie in Tracking-Sheets, irgendwie in Excel-Daten, sowas, das geht nicht, das runterbrechen. Mhm. Aber jetzt, ich sehe das ja am Monatsumsatz. Wenn der jeden Monat weiter steigt und vorher ist der nur linear um 10% gewachsen und jetzt verdoppeln, verdreifachen, verzehnfachen wir den Umsatz, ja, wo soll es herkommen? Ja, es kommt durch die Gruppe, durch die Facebook-Ads und durch die Kombination von, ich sag mal, organischem mit bezahlter Werbung. Okay, das heißt, wenn ich das jetzt mal kurz für den Zuschauer runterbreche, ihr habt jetzt die Strategie Facebook-Gruppe gemacht, ich und der Vinton sagen ja zum Beispiel, baut einen YouTube-Kanal auf etc., aber kann man das vielleicht so zusammenfassen, dass man einfach sagt, du musst das für 2023 schaffen, wenn du mehr Kunden haben willst, online gewinnen willst, dass du mehr Kontaktpunkte mit deiner Zielgruppe brauchst. Ist das runtergebrochen, das, die Message? Genau, also ich würde sogar weitergehen. Ich würde sagen, es geht weg von klassischem Performance-Marketing, weil das nicht mehr funktionieren wird. Mhm. Also so wie wir das halt kennen, dass wir 1 Euro investieren und es kommen 10 Euro raus. Mhm. Ja. Es wird für einzelne Produkte nach wie vor funktionieren. Also ich sag mal so Kracher-Produkte oder Kracher-Angebote, wo halt das Match einfach perfekt passt. Aber für die breite Masse wird das nicht mehr gehen. Und die werden nächstes Jahr auch einfach ihre Dienstleistung einstellen müssen, wenn die jetzt nicht weiter denken. Und ich denke, die Lösung wird sein, so eine gewisse Omnipräsenz zu schaffen. Ja? Und es muss keine Facebook-Gruppe sein. Es kann zum Beispiel auch ein YouTube-Kanal sein. Es kann Content sein. Es können Shorts sein. Es geht einfach im Prinzip nur darum, die Eyeballs zu erhöhen in der Zielgruppe. Ja, ich habe jetzt eine gewisse Zielgruppe, die sich für das Produkt oder Dienstleistung interessieren. Ich habe das Angebot und jetzt muss ich mir halt Gedanken machen, wie bekomme ich es hin, dass möglichst viele Menschen in möglichst vielen Kontaktpunkten von mir erfahren und wissen, dass ich das mache. Jetzt kommt ein interessanter Punkt, den ich ja immer wieder anspreche. Also in dem Bereich, wo wir sind, gehen die Leute ja vor die Kamera in den meisten Fällen. Dann würde ich das ja auch empfehlen. Würdest du das jetzt in deinem Bereich, also EasyClean weiß ich, war die Dame ja auch vor der Kamera, würdest du das den meisten Online-Shops oder allgemeinen Leuten, die Online-Kunden gewinnen wollen, empfehlen? Hey, geh mit deinem Gesicht oder mit einem anderen Gesicht nach draußen, damit die Leute sich identifizieren können damit? Oder sagst du, nee, das ist nicht zwingend notwendig? Also ich glaube sogar, dass die Online-Shops, die nicht rausgehen mit dem Gesicht, dass die halt auch nicht mehr lange existieren werden, weil also wir haben ja gerade im E-Commerce haben wir noch eine Besonderheit, also da ist der Druck noch mal höher als jetzt im klassischen Dienstleistermarkt, sage ich jetzt mal, weil du hast ja das Problem, dass die Produkte, du kannst die auch woanders kaufen. Ja, ich kann jetzt die Produkte auch bei Amazon oder bei Marktplätzen kaufen und die große Frage, die ich mir als E-Commerce-Händler ja stellen muss, ist, wie kriege ich es hin, dass jemand trotzdem bei mir kauft, ja, dass der nicht zu den Großen geht und die Großen werden größer, die werden die ganzen kleinen Online-Shops halt schlucken, außer ich bin halt smart genug und kriege es hin, dass sie trotzdem bei mir kaufen. Und eine Möglichkeit ist es eben, dass man es hinbekommt, dass die quasi nicht das Produkt kaufen, sondern die kaufen mich als Menschen. Ja, die mögen mich und deswegen kaufen die bei mir. Weil das ist das Einzige, was uns irgendwie noch abheben kann von Amazon. Amazon wird immer schneller verschicken. Amazon hat viel mehr Portfolio. Bei Amazon haben die Leute schon einen Account und müssen sich nicht erstmal registrieren. Bei Amazon habe ich schon die Kreditkarte hinterlegt. Mhm. Bei Amazon drücke ich einen Knopf und das Produkt ist gekauft und ist dann morgen bei mir. Vielleicht sogar noch am gleichen Tag, wenn ich jetzt zum Beispiel in Düsseldorf wohne. Da kann ein Onlineshop-Betreiber nicht mithalten. Das geht faktisch nicht. Würdest du sagen, das ist so ähnlich wie das Prinzip, wie es ja schon ganz lange auf der Welt gibt, dass die Leute, also ist dieser Onlineshop, so wie du es gerade sagst, mit persönlich nach draußen treten, vielleicht vergleichbar mit dem Bäcker um die Ecke, zu dem man geht, damit die große Kette, also es gibt ja immer große Ketten, aber jetzt sagt ja zum Beispiel Mutter immer zu dem einen Bäcker oder Metzger, weil das ist hausgemacht. Ist das vielleicht so vergleichbar, dass die, okay, die Konkurrenz kannst mit Amazon ja nicht konkurrieren, die sind schneller, günstiger etc.
Aber der Gedanke dahinter ist, hey, ich will von jemandem kaufen, den ich dann auch supporten kann. Ist das so der Gedanke dahinter oder was ist der Gedanke dahinter? Ja, das geht in die richtige Richtung. Ich gebe dir ein Beispiel mit der Buchhandlung. So, viele Buchhändler beschweren sich darüber, dass die Leute jetzt alle bei Amazon kaufen. Mhm. So, und dann machen die da eine riesige Aktion und Tamtam drum. Ich gehe pleite, wenn ihr nicht bei mir kauft, wenn ihr dann solche Räuber wie Amazon unterstützt. Mhm. Und ich denke mir, das ist halt das falsche Mindset. So, also es ist ja klar, dass ich bei Amazon kaufe, wenn ich da einfach jedes Buch bestellen kann, was am nächsten Tag oder am gleichen Tag bei mir ist. Mhm. Also es macht ja für mich faktisch keinen Sinn. Und ich habe es ja auch erlebt, wollte für einen Geburtstag, wollte ich ein gewisses Buch einem Kumpel halt schenken. Mhm. Da bin ich in die Meiersche Buchhandlung rein und da haben sie das Buch nicht auf Lager und hat gesagt, ich kann es Ihnen mal bestellen, ist in 2-3 Tagen bei mir. Ich habe gesagt, nee, danke, bestelle ich halt selber bei Amazon, hab's morgen. Es macht halt keinen Sinn. Ja. So, und ich glaube, solange die Leute da halt einfach in ihren alten Wegen halt drinnen bleiben, kommen die halt auch nicht voran. Mhm. Was würde ich jetzt zum Beispiel als Buchhandlung machen? Ich würde halt überlegen, wie kann ich eine Erfahrung, eine Experience bieten, die Amazon nicht bieten kann. Das ist halt dann vielleicht das Café in der Buchhandlung. Mhm. Dass ich da einen Kaffee trinke, mich mit Leuten austausche über die Bücher und dann das Buch dort kaufe. Mhm. Und genau das muss ein Onlineshop machen, das muss jetzt auch ein Coach, Trainer, Berater machen oder eine Agentur, eine Dienstleistung. Die müssen einfach zu dem jetzigen Angebot noch eine Experience dazu anbieten. Mhm. Bei dem Online-Shop ist es dann zum Beispiel die Beratung in der Facebook-Gruppe oder vielleicht irgendwie noch ein Buch dazu, was dann irgendwelche Probleme löst oder vielleicht eine Art Community oder was zum Beispiel auch eine Möglichkeit ist, dass man vielleicht noch so einen digitalen Online-Kurs noch dazu bietet, dass man nicht mehr nur das Springseil anbietet, weil das macht jeder, das kann ich auch bei Amazon kaufen. Bei mir gibt es den Fitnesskurs, kostenlos unter Springseil, dass man quasi diese Erfahrung des Online-Kurses kauft oder direkt die Community-Erfahrung, dass man sich mit anderen Leuten austauscht, irgendwie Fett verbrennen kann, Gewicht verliert und dann das Springseil eben dazu kauft. Jetzt wird es ja so, dass die Preise, um einen Neukunden zu gewinnen, für alle werden ja enorm teuer. Deswegen haben wir diese ganze Bredouille. Darum reden wir gerade drüber, dass du sagst, Community-Aufbau etc. pp. Jetzt unabhängig vom Community-Aufbau, wie kann man es denn hinbekommen, wenn man den Kunden gewonnen hat, den Customer Lifetime Value, also die Anzahl der Käufe, die er bei dir tätigt oder die Höhe der Summe, die er bei dir kauft, das zu erhöhen. Also was hast du da spezifische Tipps, dass du sagst, hey, mach E-Mail-Marketing oder nein, die Facebook-Gruppe reicht oder was kann man machen? Weil du weißt ja selber, es ist ja super schwer, immer wieder jemand Neues zu gewinnen. Anstelle jemand, mit der schon eine gute Erfahrung mit dir hatte, immer wieder. Zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal ein Beispiel, McDonald's, Burger King, da war ja jeder schon mal von uns. Mhm. Da sind wir Lifetime-Kunden. Da gehst du immer wieder mal hin, auch wenn es vielleicht nicht so häufig ist. Vielleicht ist es nur einmal im Jahr, aber du wirst über dein ganzes Leben dahin gehen. Ja. Was ist was, wo man, also und bei McDonald's ist ja leicht umzusetzen. Aber wie kann man das online umsetzen? Ja, also ich habe da 3 konkrete Ideen. Und zwar, das erste ist einfach eine gewisse Omnipräsenz schaffen. Mhm. Also ich will, dass wenn, also Beispiel, ich verkaufe jetzt Haushaltsartikel, dann will ich, sobald die Person irgendwie Haushaltsartikel kauft, dass er einfach mich irgendwie im Kopf hat. Mhm. So bekomme ich das hin, indem ich halt auf maximal präsent bin. Wie mache ich das? Indem ich auf maximal vielen Kanälen gleichzeitig entweder Werbung schalte oder Content erstelle. Ja, es kann ja entweder über organisch gehen oder über bezahlte Werbung. Das heißt, es reicht einfach nicht mehr, auf einer Plattform aktiv zu sein. Also es ist einfach, es geht nicht, dass du nur Facebook-Ads zum Beispiel hast als Kanal. Und das sehe ich immer wieder bei Online-Shops, die haben dann so einen Kanal, der funktioniert. Ich nenne es immer One-Trick-Pony. Ja, die haben so einen Trick, machen immer wieder das Gleiche so. Und klar, das letzten Jahr funktioniert, aber es wird nicht mehr klappen. So, und was du halt machen solltest, ist, dass du zum Beispiel, du hast auf Facebook eine Werbekampagne laufen, gleichzeitig spiegelst du deine Angebote aber auch im Google-Netzwerk, dass du Google-Retargeting hast, gleichzeitig das Ganze auf YouTube, dass du mindestens 3 verschiedene Säulen hast, auf denen du wahrgenommen wirst, dass sobald derjenige über so ein Produkt nachdenkt, einfach durch diese permanente Bespielung direkt zu dir geht, als ersten Anbieter. Ja, darum geht es. Omnipräsenz schaffen im Jahr 2023. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es gibt natürlich auch Zielgruppen, wo es halt Sinn macht, eine Art Community aufzubauen. Mhm. Das würde ich aber auch nicht jedem empfehlen. Das ist immer individuell. Also ich habe zum Beispiel im Haushaltsbereich geht das super. Da haben wir es ausprobiert. Das klappt sehr, sehr gut, weil da auch viel Interaktion ist. Mhm. Was auch sehr gut klappt, ist, ich habe eine Kundin, die verkauft sehr edle Gitarrengurte. Mhm. Ja, da ist es auch eine sehr dankbare Zielgruppe, weil es Gitarrenbesitzer sind. Die sind vernarrt in dieses Thema. Die haben Bock, das zu präsentieren. Die sind stolz darauf, das Produkt irgendwie in so einer Facebook-Gruppe mit anderen zu teilen. Es gibt aber auch so gewisse Themen, so schambehaftete Themen gibt es ja auch, Produkte, die man nicht so zeigen möchte, da macht es keinen Sinn, eine Community aufzubauen. Das wäre Quatsch. Ja?
Oder es gibt auch so Zielgruppen, wie zum Beispiel dieses Honigbeispiel. Da erreichen wir eine Zielgruppe, die ist eher 50, 60, 70 Jahre alt. Die sind jetzt nicht so auf Facebook aktiv und wollen in einer Gruppe mitmischen. Mhm. Da würde ich zum Beispiel, das wäre dann die dritte Möglichkeit, klassische Medien mischen mit Online-Medien. Ja, das macht ja auch keiner. Ja, ich meine, klar kann man E-Mail-Marketing machen, das habe ich jetzt weggelassen, weil das ja eh schon jeder macht. Mhm. Aber was zum Beispiel jetzt keiner macht, ist einmal im Jahr so eine Postkarte zu Weihnachten schicken an alle Kunden, um die nochmal dran zu erinnern, hey, es gibt diesen Online-Shop, komm nochmal rein, hier ist nochmal 10-15% Rabatt. Ja, okay, verstehe ich. Und unabhängig von dem Thema, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, wie denkst du, wie wichtig ist das ganze Thema Angebotsformulierung, Produktformulierung? Denkst du, das nimmt jetzt eher weniger starken Anteil an von deinem Markt? Also denk kurz simplifiziert für die Zuschauer, was denkst du ist wichtiger? Denkst du, es ist wichtiger, dass die Leute dich immer wieder sehen? Ja, oder denkst du, dass die Produktbeschreibung, warum sie diesen Tisch kaufen soll, super on point ist? Verstehst du meinen Punkt? Ja, also ich sag mal, dieses Produktbeschreibungsthema, also ich glaube, es wird weniger wichtig. Nicht, weil es also die Sache an sich weniger wichtig wird, sondern weil es halt einfacher verfügbar ist. Mhm. Also ich sag mal, wenn du jetzt früher irgendwie einen Werbetext haben wolltest, dann brauchst du den Copywriting. Den wirst du jetzt immer noch brauchen, aber wir haben jetzt gerade die Entwicklung mit der KI, dass du relativ schnell auf Knopfdruck eine Produktbeschreibung dir bauen kannst. Du kannst auch relativ schnell einen Werbetext bauen. Es ist noch nicht perfekt so, aber ich denke, das entwickelt sich gerade, dass wir relativ schnell an sowas rankommen. Ich glaube, es ist auch wichtig, diese Omnipräsenz zu haben. Aber ich sag mal, am Ende des Tages, also klar, wenn man jetzt ein gutes Angebot hat, ist alles andere viel einfacher. Also ich glaube, das ist ungefähr gleich wichtig. Also die Omnipräsenz und eben das Angebot. Okay. Aber das ist praktisch die Grundlage. Wenn das Angebot nicht passt oder die Produktbeschreibung oder die Kommunizierung, dann kriegst du eh keine Kunden. Also egal wie gut, wie oft du sichtbar bist, wenn du was verkaufst, wo keiner kaufen will, bringt es ja eh nichts. Nee, genau. Macht Sinn. Was würdest du, Mario, zum Abschluss, was für ein paar Tipps zum Abschluss kannst du vielleicht noch nach draußen geben für Leute, die sagen, hey, ich will online was machen, ich mache vielleicht online schon was, aber ich merke, es wird schwerer und ich will nicht verlieren. Ja, ich will nicht hängen bleiben, ich will nicht stecken bleiben, ich will vorankommen und weiß, dass es schwieriger wird. Was für Tipps kannst du geben? Das hast du ein paar Punkte schon angesprochen, aber was sind vielleicht Sachen, die sie sofort umsetzen können, vielleicht nach dem Video direkt, wo sie sagen, okay, das ist was, wo ich sofort machen kann. Ja, also ich glaube, es ist mittlerweile einfach wichtig, jemanden zu haben, so eine Art Marketing-Sparring-Partner, weil ich sehe das ja bei mir immer wieder. Ne? Ich habe ja zum einen Kunden, die zum Beispiel noch nie Ads geschalten haben, aber die meisten Kunden sind tatsächlich Leute, die selber Werbeanzeigen schon schalten, geschaltet haben, bereits eine Agentur haben, bereits Erfahrung, die wissen genau, was sie da machen. Und dann sind es oft so Kleinigkeiten, dann ist eine Conversion-API im Onlineshop nicht richtig eingerichtet, obwohl die das eingerichtet haben, aber es ist falsch eingerichtet. Und das kostet so viel Geld. Oder die Creatives, also die kommen halt teilweise gar nicht auf coole Ideen, um das Produkt zu vermarkten. Ich kenne das ja selber. Ich finde es extrem schwierig, mich selber als Produktmarke irgendwie zu vermarkten, aber es ist einfach für mich, für andere schnell was zu bauen. So, warum? Weil man ja selber der Experte ist und ich sage immer, das ist so ein bisschen wie der Fisch im Wasser. Das Letzte, was der Wal nimmt, ist das Wasser um sich herum. Es ist einfach verdammt schwierig. Also ich glaube, man kommt einfach nicht drum rum, sich einen Experten ins Boot zu holen. Das muss ja nicht mal ich sein, aber einfach, dass man jemanden hat, mit dem man sich auf Augenhöhe wirklich austauschen kann. So Ideen, so... Ja, so eine Art Marketing-Sparring-Partner. Wenn man das kann, und das ist, wie gesagt, also die meisten Kunden bei mir, das sind Leute, die können selber perfekt Ads schalten. Also die buchen mich trotzdem fürs Ads schalten, nicht weil ich jetzt besser teilweise Ads schalten kann, aber es sind dann einfach... Du bringst halt die Sicht von außen nochmal rein. Genau, das ist dann einfach die eine Idee, der eine Impuls oder vielleicht irgendwie das falsche technische Setup oder die Strategie von, also es ist ja zum Beispiel auch so bei den Facebook-Ads, ein großer Fehler, den ich ja sehe, viele gehen ja in diese Facebook-Ads-Library rein, klicken da rein, schauen, was machen die anderen, kopieren das Ganze und hast ja auch ein cooles Reel zu gemacht, das funktioniert ja nicht, wenn du einfach Sachen kopierst, weil das ist ja so ein bisschen, was so ein Eisberg und du kopierst diese obere Spitze und was da drunter ist, kopierst du nicht mit, so, und deswegen kann es ja nicht funktionieren. Ja. So, und das ist ja der große Fehler, den viele machen, die bauen dann Kampagnen komplett nach von den Mitbewerbern und das funktioniert nicht, weil die das Setup nicht dahinter haben. Die haben halt nicht die Strategie dahinter und deswegen funktioniert es halt nicht. Nee, verstanden. Also das macht auf jeden Fall Sinn. Bin ich auch ein Verfechter davon. Ich merke es ja auch bei uns jetzt, halt, wenn ich andere Leute habe, mit denen ich mich austauschen kann, kommt mir auch selber auf ganz andere Gedanken. Man sieht es auf einer anderen Sicht. Das macht hundertprozentig Sinn. Also ich denke, die Punkte, die wir jetzt besprochen haben, gerade wenn wir jetzt auf 2023 schauen,
hilft den Leuten da draußen weiter, dass sie einfach mal ihre Sichtweise ändern, wie Marketing vielleicht gesehen ja, sollte für 2023. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, einfach mal in die Kommentare schreiben, wenn es eine spezifische Frage gibt. Oder direkt mal unter der Beschreibung schauen, dann ist auch verlinkt, wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt, zum Beispiel mit Mario auf der Seite. Da wirst du bestimmt auch noch ein bisschen detaillierter darauf eingehen, was man machen kann, wenn man 2023 Kunden gewinnen will. Von meiner Seite ist, glaube ich, erstmal alles gesagt. Gibt es von deiner Seite noch was, wo du noch zum Abschluss reinschmeißen Ja, vielleicht so einen Satz einfach. Ja. 2023 wird, glaube ich, das Thema Omnipräsenz wichtiger als je zuvor. Mhm. Bedeutet einfach, auf möglichst vielen Kanälen präsent sein. Ganz egal, ob das mit bezahlter Werbung ist oder mit kostenlosen Möglichkeiten. Ja, da hast du ja auch ganz gute Möglichkeiten parat auf deinem YouTube-Kanal. Da sprichst du ja auch schon viel drüber. Ich glaube, das ist einfach das, worauf wir alle Merkmal setzen sollten. Es wird einfach nicht mehr ausreichen, ein System zu haben, um Kunden zu gewinnen. Was jetzt wichtig ist, dass man einfach mehrere Standbeine hat, um einfach langfristig zu gewinnen. Okay, nee, macht Sinn. Würde ich auch so unterschreiben. Ja? Ist genau das, wie ich das auch sehe. Ne? Mir hat super viel Spaß gemacht, das Gespräch. Hat auch mir was gebracht jetzt in dem Fall. Und vielleicht sehen wir uns im nächsten Gespräch. Und das würden wir dann auch hochladen, wenn wir noch eins gemeinsam machen. Alles klar, bis dann. Ciao.